Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir starten ja jetzt quasi so langsam in die Vorweihnachtszeit und da ist ja dann auch die Zeit für Adventskalender. Und da gibt es ja mittlerweile nicht nur diese Schokoladen-Adventskalender, sondern wirklich 100.000 verschiedene. Mit Schmuck, mit Kosmetik, mit Seifen, mit Kerzen, mit Essen, alles gibt es ja mittlerweile. Und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt jede Woche zwei Adventskalender für euch öffne, ganz verschiedene. Ich habe ganz verschiedene hier. Und fange heute schon mal mit dem ersten an. Und ihr seht schon, dass meine beiden Söhne heute mit dabei sind. Das hat einen Grund, weil dieser Adventskalender ist jetzt nicht unbedingt was nur für Kinder, aber für meine beiden ist das schon etwas ganz Tolles. Und der Florian zeigt euch jetzt mal, um welchen Kalender es geht. Okay, dann haben wir ihn hier. Und zwar ein Chips-Kalender mit Funny Frisch. Also das wird hier oben alles drauf. Funny Frisch, Pombeer, diese Geo-Chips, also diese roten und dieses Bildchen. Genau, das sind so diese Nüsse, ne? Verschiedene Nussnaschereien, würde ich jetzt mal sagen. Und weil die beiden eben so total solche Chips-Freaks sind, haben sie gesagt, wenn ich dann anfange mit dem ersten Kalender, dann mit dem hier, der ist nämlich gerade eben auch erst angekommen. Und da wollten die natürlich auch dabei sein und deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt mal los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Komm, du bist auch dabei. Und du machst den jetzt mal die Folie ab. Oder nee, dann mache ich das lieber mit dem Messer. Hantierst du nicht drum. So, kannst du die Folie einmal abziehen. Und ich habe dann heute gar nicht so viel zu tun, ist doch auch gut. So, ich nehme den jetzt mal hier. Machen wir den komplett auf? Ja. Wir machen den komplett auf. Abwechselnd. Ja? Ja, ich zuerst, oder? Ja, das war eins, ich nicht. 1, 2, 3. Ich? 5, 6. Mir ist das ja egal, wer zuerst anfängt. Willst du? Ja? Ja. Wer zuerst? Okay. Ja. Dann mach du mal die 1. Such mal die 1. Da hast du schon entdeckt, die 1. Ja, eben. Weil der Kalender hat auf allen Seiten viele Türchen. Genau, der hat vorne, hinten und an den Seiten so Türchen. So, in der Nummer 1 waren dann einmal diese Kesselchips. Ja. Das ist doch schon mal lecker. So, jetzt ich. Ja. So, die 2 haben wir hier vorne. Was habe ich? Ja. Oh. Ich habe sowas hier. Mikrowellenpopcorn. Mikrowellenpopcorn. Ja. Ist okay. Mikrowellenpopcorn, warm und knusprig, süß. Den gibt es ja auch in Herzhaft. Ja, den essen wir jetzt eigentlich nicht, ne? Oder? Doch, aber der Finn isst die doch gerne, ne? So was macht der Finn doch zu Hause immer. So, Türchen Nummer 3. Suchen, suchen, suchen. Hier. Ja, der Tobias, der weiß schon, wo die Türchen sind. Ja, ich hab's nur gesehen. Ja, ach komm, hast du schon geguckt eben. Hab ich nicht. Auswendig gelernt. Aha. Ich hab was Leckeres. Ich habe Pombeeren, also die originalen Pombeeren, die magst du gerne, ne? Ja. Doch, trotzdem. Aber ich finde die Tütengröße ist aber auch vollkommen okay, ne? Also das finde ich schon vollkommen in Ordnung, so für eine Portion so zwischendurch. Also das ist schon mehr als eine Portion, ne? Mhm. Ja. Dafür morgen aber zu naschen. So, du wärst jetzt wieder dran. Türchen Nummer 4. Dann wieder sehr ungesund. Ja. Da ist die 4. Schalt mal fest, dann kannst du das aufmachen. Aufmachen. Oh, was ist das? Ich habe immer mit den Kessel. Kesselnüsse! Ja! Von Ölche! Dede! Kesselnüsse. Ja, habe ich noch nie gegessen, noch nie gehört, dass es das gibt. Kesselnüsse? Ich glaube, das sind wie Nicknacks, nur halt von einer anderen Marke. Ich habe ja, aber Nicknacks nicht auch von Ölche? Nee, von Lorenz. Von Lorenz? Echt? Mann, ich krieg immer diese Kessel. Ja, du kommst Kessel. So, ich bin jetzt dran mit der Nummer 5. 6 wollte ich schon. Ich wollte Nikolaus aufmachen. Da ist die 5. Nee, so, die 5. Au. Lecker! Chio Paprika.
lecker Chips. Und du hast immer alle Shio-Sachen. Ja, vielleicht auch nicht. Du immer Kessel, ich immer Shio. Ja gut, das ist ja Funny Frisch eigentlich. Ja, aber auch Kessel. Ja, aber Funny Frisch. Ja. Shio-Chips. So. Ups. Fünf. Ja, schon kaputt gemacht. Ja, kaputt gemacht. Ja. Fünf, so, du bist dran. Jetzt kommt der Nikolaus, die Nummer 6. Die sieht man gar nicht in der Kamera. Guck mal, direkt am Weihnachtsbaum. Am Weihnachtsbaum, die Lichter brennen. Lass es bitte. Ja, ich lass es. Das singen muss. Danke. Oh, ja. Lecker. Tada! Funny Frisch Ringlis. Guck mal, jetzt haben wir 6 Türchen aufgemacht und 6-mal verschiedene Sachen gehabt. Also das ist schon mal ganz gut, ne? Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt geht hier noch die Sonne weg. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem mit dem Licht. So, du bist dran mit der Nummer 7. Die im Laden, die kosten 1,50 und die sind nur doppelt so groß. Das heißt, ja, das geht eigentlich voll okay. Das geht voll okay. Ach, ich muss auch mal gucken, was der gekostet hat. Schon wieder Nüsse. Erdnüsse. Jetzt hat der kleine Tobi hat jetzt Erdnüsse. Und wisst ihr, der Tobias, der mag gar keine Erdnüsse. Der mag überhaupt keine Nüsse, keine Erdnüsse, keine Cashewkerne, keine Walnüsse, keine Haselnüsse, gar nichts. Aber er bekommt immer die Nüsse. Jetzt die 8. So, jetzt bin ich dran. Ich habe die 8. Wir sind hier schon bei der 9. 8. Hier ist die 8. Hier ist ach, die 8. Schon. Das ist ein kleines. Ja, hier. Ach, wie süß! Hey. Ach, die ist aber klar. Hier, lecker, Funny Frisch Brezli. Die habe ich schon nie gegessen. Mm, die esse ich aber gleich. Ja, das sind doch einfach nur diese Brezel, Salzbrezel. Ach so, ja, normalerweise. Oh, lecker, lecker, lecker. Na gut, manchmal muss ja auch was Kleines dabei sein. So, die Nummer 9, auch eine kleine Türe. Oh, Mann, schade. Was hast du da? Ich habe irgendwas mit Sweet Chili von Funny Frisch. Die mag ich nicht. Wie, was ist das denn? Wer hat die schon mal gegessen? Ja, diese, das sind so Knusper-Vierecke in Sweet Chili. Bah, ich mag die gar nicht. Aus. Ich habe die mal probiert. Nee, bah. Aus. Die sind sowieso diese Croutons, die man schon mal in so Salat macht. Die gehen ja noch, die kann man ja essen. Aber die sind auch so in der Art und dann halt mit Sweet Chili. Ich mag sie nicht. Neu steht oben drauf. Aber so neu sind die gar nicht mehr. Ich habe die schon mal gegessen. So, Tobias ist dran. Tobias. Neu steht der bekanntlich jetzt überall drauf, von daher. Wo sind wir denn jetzt? Bei der Nummer? 10. Ich habe die 10 gesehen. Ich habe die 10 gesehen. Oh, ist die groß. Guck mal. Die sieht man nicht, Tobias. Boah. Jetzt kommen wir vom Kessel zum Ofen. Ofenchips. Er hat jetzt von Funny Frisch die Ofenchips in Paprika. Ja. Also. Der Adventskalender lohnt sich wirklich. Aber die sind wirklich sehr, sehr lecker. Ja, das sind bis jetzt Sachen. Also bis auf diese Knuspers da ist der schon ganz gut. Jetzt sind wir bei der Nummer 11. Ich darf die Hälfte machen. Cool. Und da haben wir Kesselchips. Wer hätte gedacht? Gleiche. Funny Frisch Kesselchips. Die gleichen. Ja, sind das genau die gleichen? Ja, das sind genau die gleichen. Guck, Sweet Chili und Red Pepper. Sweet Chili und Red Pepper, aber das ist egal. Also ich denke mal, da darf man auch schon mal sich was, da darf sich auch mal was wiederholen. Ne? Vielleicht kommen auch Jumpies, ne? Mm, lecker. Ja, wer weiß. Das war jetzt die Nummer 11. Jetzt ist die Nummer 12 dran. Du musst auch wieder ein bisschen rüberrutschen. Ja, hier. Wir sind bei der Hälfte. Man sieht euch zwischendurch gar nicht, weil ich dicker Bruma hier in der Mitte sitze. Es gibt keine 12. Wie, es gibt keine 12? Die haben uns verarscht. Ja, doch hier. Da ist 12. Oh ja! Oh. Die normalen Chips. Ganz normale Chips, frisch ungarisch. Aber die mag ich am liebsten. Ja. Echt lecker. Das sind dann so diese Tütengrößen wie vom Karnevalszug, ne? So. Du hast jetzt die Nummer 13. 13. Und die sieht man schon wieder nicht. 20 Gramm. Cool. Oh, die sind lecker. Sesamfische. Oh ja, die magst du gerne, die, ne? Ja, die esse ich gerne. Die liebe ich. Das ist von der Marke Funny Frisch. Oh. Goldfischli. Ja, lecker. Auch da haben wir aber was zu naschen. Ja, können wir heute einen auf Kino machen. Auch 20 Gramm. Oh ja, jetzt muss ich den Lukas Podolski kaputt machen. Nein, bitte nicht. Die 40. Nein. Da. Schon wieder Ringlis. Guck mal, was hat das denn mit dem Kopf rein?
Beispiel dazu. Funny, frisch, Limbis, nochmal, ganz normal, wirklich knackig. Ich glaube, da gibt es keine andere Geschmacksrichtung von, oder? 14, jetzt noch die 15. Da sind wir ja schon fast durch. Na, dauert noch ein bisschen. Ne? Hier unten. Direkt in der Couch versteckt. Also ich muss aber auch sagen, der Kalender ist ja sehr kompakt. Naja. Okay. Hatten wir die schon? Ja, die hatten wir schon. Die normalen Chio-Paprika. Welche? Ja. 15. Also ich sag mal, der ist ziemlich kompakt, weil der wirklich bei allen Seiten diese Türchen hat. Also da muss man auch gucken, wo man den hinstellt. Aber ich finde den also so für so Naschkatzen, die gerne knabbern. Du hast ein bisschen wieder nicht im Bild. Gerne knabbern, finde ich den Kalender bis jetzt wirklich klasse. Mikrowellenchips schon wieder. Popcorn. Chips? Mikrowellen Popcorn. Warum knusprig und süß? Aber ich finde, das ist... Haben wir schon. Eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich. Also Popcorn geht eigentlich auch immer. So wie Salzstangen. Genau. Ich mag es nur nicht so, selber Popcorn in der Mikrowelle zu machen. Ich habe schon mal Mikrowellen-Popcorn gemacht und das ist mir angebrannt. Ernsthaft? Das ist mir angebrannt. Das war in so einer komischen Dose. Und ich sollte das auch mit dieser Papierdose... Da warst du doch auch dabei. Ja. Man sollte das mit dieser Papierdose in die Mikrowelle stellen. Ne? Und wir haben das in die Mikrowelle gemacht. Auch so lange, wie es drauf stand. Und dann ist das trotzdem angebrannt. Es hat sehr verbrannt gestunken. Wir gehen ja auch immer mit dem Hund und im Feld und so. Und da sind dann auch immer so... Also da waren halt Maisstangen, wie man die halt anbaut. Dann hast du eine mitgenommen oder ich? Du. Egal, wir haben sie mitgenommen. Und dann haben wir unsere Mutter dazu überredet, die einfach mal in die Pfanne zu hauen. Einfach so, ohne irgendwas. Und es hat leider nicht funktioniert. Kann ja auch gar nicht funktionieren. Habe ich ja auch vorher gesagt, aber... Kinder müssen es immer selber mit ihren eigenen Augen sehen, sonst glauben sie den Eltern nämlich gar nichts. So, welche Nummer muss ich aufmachen? Die 17. Die 17, das ist eine kleine Türe wieder. Oh, a little door. Ach, ich darf wieder Brezel essen. Tada, Funny Fish Brezel. Jetzt isst du die schon. Auch 20 Gramm. So, die 18. Dann sind wir ja nicht mehr so weit entfernt vom Ziel. Darf ich immer suchen? Vom Ziel. Ah, auch eine kleine. Auch eine kleine Tür. Guck mal, in der Mitte sind immer die kleinen Türen und außen sind immer große. Ja. Da ist ja hier der Bastian Schweinsteiger und der Lukas Podolski sind hier drauf. Die waren gerade im Fokus. Ja. Die zwei. Im Fokus. Die zwei Jecken. Ah, wieder diese Knuspers. Diese Sweet Chili Knuspers, die wir schon mal hatten. Aber auch 20 Gramm. Ja. Oh, sieht man gar nicht. Doch, jetzt. Ist doch egal, 20 Gramm. Ja, aber trotzdem. So, die Nummer 9. Ach, hast du schon wieder gesehen? Ja. Der kennt den schon auswendig. Wer darf denn die 24 aufmachen? 20, 21, 22, 23. Ja! Aber ich glaube, ich habe schon gesehen, was da drin ist. Schon wieder Nüsse! Erdnüsschen. Und schon wieder Erdnüsse. Da können wir aber Nüsse essen, ne? Jo, da können wir Nüsse essen. Pikant gewürzt, auch die sind aber lecker. Ohne Fett im Ofen geröstet, die sind doch was für mich. Ohne Fett. Das sind sogar 50 Ohne Fett. Gramm. Wo sind wir jetzt bei der Nummer? 19 hatten wir 20. 20, hier. Bei dem Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen, was fisst, was für? Ein Eichhörnchen, das Chips frisst. Im Chip. Da. Kaum zu glauben, aber wahr. Zu Weihnachten ist alles. Tada! Ja, ich habe dann nochmal diese Pombeeren. Die gibt es auch nicht. Die hatten wir schon mal. Ne? Das war jetzt die Nummer 20, jetzt kommt die 21. Gibt noch andere Nüsse? Gibt noch andere Nüsse? Ja. Was haben wir gesehen? Schau wieder Ofenchips. Ofenchips. Was ist das? Also für Ofenchips kann man sich nicht beschweren. Die sind wirklich lecker, ja. Die esse ich auch gerne. 22. So, jetzt kommt die 22. Wo hat der Tobi die 22 denn schon entdeckt oder hier noch nicht? Da. Der weiß ganz genau, wo vorne und hinten ist und wo die Zahlen sind. Und, was hast du? Was hast du? Wieder Nüsse? Wieder zu den Kesseln. Schon wieder Nüsse. Schon wieder Nüsse. Weißt du, Kesselnüsse. Mit Paprika. Hier wieder. Aber ich finde, das sind Snacks zwischendurch, einfach mal abends, ne? So, ich habe jetzt die 23 und dann du den letzten, ne? Ja, ich glaube, ich öffne jetzt Türchen Nummer 23 und habe... Fräserfischchen. Wieder
leckere Sesamfischli. Gibt's die sind so lecker. Ich mag gibt die aber so keine super anderen gerne. Mehr. Keine anderen Sachen mehr. So lecker. So lecker. So, also jetzt. Irgendwie soll es darauf hin, dass ich jetzt noch mal Chips frisch ungereicht so, bekomme. 24. Ja, da sind bestimmt noch mal Chips dran. Weil Chips. Wir haben alles doppelt bekommen, außer Chips. Außer Chips. Wir haben Chips. Kesselchips. Ja, Ofenchips. Chips frisch ungereicht. Ja, und da haben wir dann nochmal in der 24 einmal die Chips frisch ungarisch. Ja, wir haben jetzt alle 24 Türchen geöffnet und obwohl es dann sich auch schon mal wiederholt hat mit den Sachen, die drin waren. Also es war ja fast alles doppelt, ne? Oder war sogar alles doppelt. Ja, also 12 verschiedene Sachen waren da drin. Also ich finde den eigentlich ganz gut. Was sagst du? Ja, der ist richtig gut. Lohnt sich, aber ne? Da ist noch eine Tür. Ist klar. Ist klar. Was macht ihr? Keine Ahnung. Also du als bekennender Chipsesser? Ja, wird lecker würdest werden. Würdest du dich über so einen Kalender freuen? Ja. Würdest du dich darüber freuen? Ja. Ist was für dich. Aber jetzt will ich den nicht mehr, weil jetzt kenne ich ja sowieso. Jetzt hast du ihn ja auch schon, ne? Wir essen das ja dann auch. Und was sagst du? Ich freue mich auch. Ja. Ja, du bist ja so der Pombeesser. Ja. Und der Papa, der isst das ja auch. Der isst ja auch die Chips und so. Ich meine, der mag jetzt nicht so die Nüsse. Die mag der nicht, ne? Nee. Aber die Brezeln isst der. Und die Fische isst der auch. Und die Chips, ja. Für Papa wäre es auch was. Also ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Kalender zu kaufen. Ich gucke auf jeden Fall dann nochmal nach. Ich blende euch das dann ein, wie viel der gekostet hat. Den haben wir übrigens auch bei Amazon. Den kann ich euch gerne unten auch verlinken. Dann findet ihr den sofort. Und ja. Ich fand den Kalender gut. Ich auch. Ja. Ich auch. Und würde den jedem, der halt gerne was zum Naschen hat, der gerne Chips isst oder so generell gerne knabbert, könnte ich mir das schon vorstellen, dem dann so einen zu schenken. Ja, das war dann der erste Kalender für diese Woche. Dann folgt der zweite irgendwann diese Woche. Ob die zwei dann auch dabei sind, weiß ich nicht. Ich bin dabei. Mal gucken, welchen ich als nächstes öffne, weil ich glaube, die nächsten Kalender sind nichts für Jungs. Egal. Egal. Also ich würde sagen, ich nenne den jetzt mal Knabberkalender, weil da halt Knabbersachen drin waren. Und für alle die, die gerne knabbern, die gerne Chips essen, Brezel essen oder Nüsse essen, finde ich, lohnt sich der Kalender auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. 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 Boah, immer dieses Aussehen, boah. Meine Lippe ist nicht viel besser, okay? Ich aber schon. Okay. Halli, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir starten ja jetzt quasi so langsam in die Vorweihnachtszeit und jedes Kind oder vielleicht auch du oder als Erwachsener oder... Nee, nochmal neu. Brrrr. Egal. Aber wenn wir den für den Hund aufmachen, da könnte er dann auch schon wieder dabei. Aber wir sehen es ja. Vielleicht habe ich ja dann... Jetzt habe ich gespoilert. Egal, schneid's raus. Okay, was soll ich denn jetzt sagen? Nichts. Tschüss. Wirst du, dass wir den Kessel getauscht haben, nicht so Flo?